Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal. Heute ist Tag 4 der Georgienreise. Heute nehme ich euch mal mit und guck mal, wo ich aufgewacht bin. Zu dieser wunderbaren View hier aus dem Fenster. Das ist richtig geil, oder aus dem Balkon her. Und alleine die Motivation, die man bekommt, wenn man hier so aufwacht, ist geisteskrank. Deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal starten mit ein paar Push-Ups, um ein bisschen frisch zu werden. Danach essen wir Frühstück. Let's go. So, Push-Ups gemacht. Gleich, jetzt geht's zum Frühstück. Und jetzt nochmal kurz vorm Frühstück, will ich noch gerade ein paar Sachen packen hier. Zur Kamera, Akkus sind aufgeladen. Einfach die Sachen packen und so, damit wir gleich ready sind. Um dann nach Tbilisi zu fahren, ist ungefähr eine 2 Stunden Fahrt. So, Frühstücktisch war gedeckt, also gab es ein bisschen georgisches Brot und einen schönen Salat. So, jetzt geht's auch wieder zurück. Wir haben gefrühstückt, jetzt haben wir bis um 12 und checken jetzt nicht. Und dann haben wir natürlich noch einen kleinen Zwischenjob an der Burg gemacht. Zeit ziehen durfte nicht fehlen. So, one of the best was the... Essensfüte oder so kann ich noch nehmen. So, jetzt sind wir hier auch im Gang des Parkplatzes. Wir haben jetzt 2 Stunden Fahrt hinter uns. Ich gehe erstmal rein, hier stehen meine Sachen. Die anderen kommen gleich und werden das mal ein bisschen schön. Und dann warteten wir einfach ein bisschen rum und warten, bis der Mechaniker das Auto repariert und warteten gleichzeitig auf unser Taxi. So, jetzt sind wir in der Insche angekommen, haben gerade kurz bei Dunkin' Donuts kurz Donut geholt für ein bisschen Energie. Aber gleich da haben wir, da hinten ist so ein Fitnesspark. Wir sind hier auch an so einem Skatepark, den zeige ich euch gleich. Und da werde ich ein paar Klimmzüge, ein paar Dips machen, einfach um wieder ein bisschen in Form zu kommen im Urlaub. Dunkin' Donuts esse ich auch, habe ich noch nie gegessen so. Aber im Urlaub wird sich mal ein bisschen gegönnt und wenn ich nach Hause komme, wird wieder gut gegessen. Das heißt, Leute, ich bin jetzt hier im Calisthenics Park. Hier ist Basic, einfach Klimmzugstange. Und dann hier hinten ist dann der Skatepark. Ist auf jeden Fall ganz cool dort. Jetzt mache ich erstmal ein paar Klimmzüge, ich weiß nicht, ob ich filmen kann. Aber einfach ein paar Sätze und ein paar Dips. Also jetzt sehen wir hier die Bahn. Das ist echt eigentlich easy gemacht. Man zieht einfach mal eine Karte rüber und dann kommt man rein. Und jetzt fahren wir wieder zurück zum Apartment. Jetzt sind wir auf dem Einkaufsmarkt. Ich probiere ein bisschen um, was wir kaufen könnten. Das ist halt schon sehr geil, was die haben, ne? Die haben irgendwie Rinder so auf Dose, so ein Zeug. Digga, das ist schon crazy. Alle möglichen komischen Energies. Digga, alles, was bei uns auf der Insel oder in, ne, auf der Schule, da gibt es ja sowas, Digga, überhaupt nicht, ne? Das ist crazy, was das hier an Getränken gibt. Das ist echt geil. Das ist auch schon krass, guck mal, was für Deos die haben, Digga. Einfach Rexona neutral, Digga. Die sind auch voll crazy Verpackungen. Ich habe ja so eine Rexona-Sammlung zu Hause, aber die kann man sich nicht holen. Flieger geht nur 100 Milliliter per Mal. Scheiße. Und laufen jetzt auch da wieder zum Apartment quasi. Ihr seht, das ist ganz gut Abendverkehr in der Stadt. Zack. Es sind noch ungefähr 500 Meter und dann sind wir auch da. Ein paar Sachen auf. Das ist lecker, der Pudding. Sehr lecker. Jetzt hatte ich wieder Hunger bekommen, also haben wir kurz eine Pizza bestellt und die wurde sich auf jeden Fall gegönnt mit einem Getränk. Bei dem Pizzaessen wurde sofort ein Video von Dave angeschaut, Startup-Gründen. So, jetzt ist durchgekommen, die Mirinda wird jetzt sich gegönnt. Mal sehen, wie sie schmeckt zu diesem wundervollen Ausblick. Da werden wir morgen auf jeden Fall ein bisschen rumrennen, während ich mir das hier jetzt gönne. Die Straße hier ist zwar sehr laut, aber dafür der Ausblick umso schöner. Da oben mit dem Turm und auch so ein Freizeitpark und sowas.
dann mal schauen, wie es schmeckt. Das sieht auf jeden Fall sehr giftig aus. Ja, das schmeckt eher so waldmeistermäßig, so sehr künstlich. Doch, definitiv Waldmeister. Ich dachte jetzt eigentlich Lime, aber ist okay, kann man machen. Leute, auch ganz wichtig und richtig, immer abends und morgens zweimal am Tag Zähne bürsten. Muss einfach gemacht werden, wichtig und richtig. So, und jetzt nochmal ganz kurz fürs abendliche Feeling, nochmal ganz kurz ein paar Klimmzüge. Ich habe heute zwar schon trainiert, aber einfach noch mal so ein bisschen aufzunehmen. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Das wird auf jeden Fall sehr gut. So Leute, und hiermit sage ich jetzt auch, das war's von meinem Tag in meinem Leben hier auf der Reise in Georgien. Und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Ich mache mich auch Wochen dort. Bis zum nächsten Tag, und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.